Katrin fragt, wie kann ich mein Wissen erweitern? Mit welchen Büchern erfährt man viel über Teesorten und Anbau? Oh, das ist eine schwierige Frage, Katrin. Ich habe auch so angefangen. Als ich angefangen habe, Tee zu trinken, da war ich, glaube ich, 17, 16, 17, so um den Dreh. Und habe zu der Zeit keinen Alkohol getrunken, was als Dorfkind immer so ein bisschen schwierig ist. Aber habe dann irgendwie meine Liebe für Tee entdeckt und kam dann auf Partys immer mit Schätze der Inka und ne, süße Versuchung und hast nicht gesehen. Und während die anderen sich dann den Kasten Bier geteilt haben, habe ich immer nach dem Wasserkocher gefragt und war genauso, war wissbegierig. Ich wollte wissen, was kann ich lesen? Wo steht wirklich viel drin? Heutzutage ist es ja einfacher, ich kann es schnell in mein iPhone eingeben, Siri, was ist Tee? Zu der Zeit, wo ich damit angefangen habe, gab es das nicht. Da musste man irgendwie in die Bücherei gehen oder ins Teegeschäft und musste sich was aussuchen. Eine richtige Empfehlung für Tee habe ich gar nicht. Es gibt nicht das eine Buch. Das kommt auch ein bisschen darauf an. Möchtest du ein deutsches Buch? Möchtest du ein englisches Buch haben? Im Englischen gibt es viel mehr, weil einfach das internationaler ist. Ansonsten haben wir natürlich Bücher, die sich mit der Pflanze befassen. Es gibt Teebücher mit vielen Rezepten. Aber ganz ehrlich, so unter uns, keines der Teebücher ist ultimativ richtig. Das hat einfach damit zu tun, dass es im Tee sehr viel gibt, was man gar nicht weiß, sehr viel, was gar nicht festgelegt ist, sehr viel, das eigentlich gar keine Rolle spielt und sehr viele Mythen und Geschichten, die aus einer Zeit kommen, wo das vielleicht mal so war, aber heute vielleicht nicht mehr so ist. Ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt diesen weißen Tee, der heißt White Monkey. Und der Legende nach soll dieser Tee von Affen gepflückt sein. Deswegen der Name White Monkey, weil man eben Affen in die Teebäume reinschickt, ne, die dann hochklettern und dann den Tee pflücken. Dass das irgendein chinesischer Teebauer im 6. Jahrhundert mal versucht hat, ne, in Südchina gibt es Affen, das weiß man. Yunnan ist sehr bevölkerungsreich, also ne, Wahnsinn, da blüht alles, gibt es große Flora und Fauna, da gibt es Affen. Und ich wette mit dir, dass es irgendjemand mal versucht hat, diese Affen in die Teebäume reinklettern zu lassen, damit einfach dort oben gepflückt werden kann. Dass das heute gemacht wird, heute im Jahre 2020, wo wir alle HACCP zertifiziert und IFS zertifiziert und hast du nicht gesehen und dann den Tee für 6,90 Euro anbieten, ganz ehrlich, nein. Also es gibt sehr viel Mythen und Legenden, sehr viel Wahres. Wichtig ist allerdings, dass du dir immer so ein bisschen so einen klaren Sachverstand behältst. Also sagen, stimmt das, was ich da gerade gelesen habe? Kann das sein? Spielt das eine Rolle? Es gibt einen Haufen Bücher. Jetzt habe ich keine, ach, das ist natürlich blöd, weil ich jetzt gerade hier keinen Rechner habe. Also der Rechner ist da. Es gibt zum Beispiel, also wenn du Englisch sprichst, dann gibt es wirklich eine wahnsinnige Empfehlung. Das ist Jane Pettigrew, The World of Tea. Das haben wir auch. Die Christiane holt mir das gleich mal. Das haben wir drüben in der Küche. Das ist meine Empfehlung, wenn du Englisch sprichst. Das ist ein großes, weißes Buch. Es ist auch nicht ganz günstig. Jane Pettigrew, The World of Tea. Das ist definitiv empfehlenswert. Das ist eigentlich so ein Standardwerk über Tee. Man muss aber natürlich ein bisschen Englisch sprechen, um auch so ein bisschen die Fachbegriffe zu verstehen. Ansonsten gibt es zum Beispiel von Dr. Peter Rorsen gibt es auch ein deutsches Buch. Bin mir gerade nicht so sicher, wie es heißt. Müssen wir gucken, vielleicht verlinken wir das nochmal. Ja, es gibt ganz viele. Bei jedem ist was gut und was schlecht, ne, ganz ehrlich. Wir haben kein Buch geschrieben, weil wir für uns auch der Meinung sind, auch wir kennen nicht die ultimative Wahrheit. Wir wollen also nicht derjenige sein, der sagt, so und nicht anders. Es gibt auch manchmal mehrere Facetten zum Thema Tee. Lustiger Fakt am Rande, um mal zu unterstreichen, dass es keine ultimative Wahrheit gibt. Es gibt bis heute zum Beispiel keine offizielle Definition, was weißer Tee ist. Es gibt für alles DIN-Normen, es gibt 42 DIN-Normen, die sich mit Tee beschäftigen. Aber es gibt nirgendwo festgeschrieben, was weißer Tee ist. Andere Frage, auch in der Literatur, wie alt ist der älteste Teebaum? Da findet man zwischen 500 und 5000 Jahren wahrscheinlich so das ganze Spektrum. Ehrlicherweise
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich weiß es niemand. Wenn irgendwo in China ein alter Teebaum gefunden wird, dann hat mit Sicherheit der Nachbar-Teebaum noch einen älteren und der hat noch mal einen älteren Teebaum. Deswegen muss man auch da mit so ein bisschen Sachverstand rangehen. Ich schätze mal so 1500, 1800 Jahre, das schafft er auf jeden Fall. Ob es irgendwo einen Teebaum gibt, der 1900 Jahre alt ist, mit Sicherheit.